Servus und grüß euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung, das heißt zu einer Update-Mod-Vorstellung, und zwar von der Absetzmulle, gebaut im Forum vom SM1 und vom Rico S. Bin gefragt worden, ob ich eine kleine Mod-Vorstellung dafür machen werde, weil sich mit dieser aktuellen 1.5.1-Version doch wieder einiges getan hat und die alte Mod-Vorstellung doch schon etwas älter ist. Ich habe jetzt mal die Modelle aus der ersten Mod-Vorstellung hier aufgebaut. Die Basismodelle sind soweit gleich, möchte ich fast sagen, an der Absetzmulde, aber es gibt einiges Neues an Features, Funktionen, Zusatzupdates und Ersätze, das wollen wir euch mal zeigen, und da gibt es doch einiges, was man dazu erzählen muss und kann. Fangen wir am besten einmal direkt an und gehen wir mal unter die Ersätze ein. Es gibt also in der SM1-Kategorie dann ja einen entsprechenden Punkt auch wieder für die Absetzmulde. Deswegen haben wir auch, die Fahrzeuge haben hier schon einmal dargestellt. Muss man einfach nicht viel dazu sagen, das ist im ersten Mod-Vorstellungsvideo schon gut erklärt. Es gibt Animated, es gibt Manual, da macht es also nichts, bleibt nur stehen. Es gibt die Container einzeln dann dazu. Es ist immer schön in Kategorien K1, K2, K3 betitelt. Die Höhe ist für alle drei Einstellmöglichkeiten, also für alle drei Kategorien. Die längsten Seitenneigungen für K1 und K2. Dann sehen wir also hier, wenn wir also was in dem Bereich auswählen wollen oder K1 gewählt, dann müssen wir hier auf die Absetzmulde animiert gehen. Das heißt, man kann es kurz mal machen. Man sieht also dann einfach die verschiedenen Lackierungen, Platzierungshilfe. Das heißt, das ist dahinter halt dann der Platz markiert, wo das Ding halt ablädt. Man kann die Beladung auswählen. Zusätzlich dazu kämen wir jetzt nochmal für spätere Mods. Das ist jetzt schon mal eingebaut worden. Auch noch Altpapier, Altglas und medizinische Implantate. Lenkeinschlag kann man wählen, Blinker und Dunkelleuchten, alles was an Scheinwerfern eingeschaltet ist, also sowohl für die animierte Version wie für die statische. Da hat jetzt auch nicht so viel geändert. Bei der statischen kann man dann den Beladungszustand noch auswählen, wie voll die Mulde geladen ist, also die Abdeckplane drüber sein soll oder eben nicht. Dann die Farbe der Abdeckplane. Ob die Schilder vorne geöffnet sind, also das Abfallschild, wie man es da vorne sieht, das A geöffnet ist oder das Gefahrgutschild dann offen ist, also das kann man halt dann bei dem entsprechenden Mod auswählen oder bei der entsprechenden Variante, wenn ich jetzt auf K2 gehe, halt so weit rausgescrollt und gehe jetzt ein bisschen runter. Ich kann jetzt auch sagen, ich möchte gerne Mulde-Anzeigen drauf haben, ich hätte die vom Bauhof drauf haben. Das Ganze mit einer Abdeckplane versehen. Vorbild Abdeckplane kann ich dann auswählen und beim Gefahrgutschild kann ich dann sagen offen, dann ist vorne eben auch dieses orange Gefahrgutschild aufgemacht. Lenkeinschlag wieder und die ganzen anderen Sachen auch dazu. Nur mit Mulde mit Ladungsoptionen. Also ist eigentlich alles soweit erklärend. Was jetzt einigermaßen oder einiges dazu käme, ist jetzt auch wieder beim Zubehör. Es gibt also dann die verschiedenen Möglichkeiten, Equipment zu machen oder Ersatz zu machen. Beim Equipment gibt es halt jetzt auch noch mehr Sachen, wie zum Beispiel dann, ich glaube, es müssen mehr dazu geben, sein, Klappstuhl, offen, geschlossen, Kühlboxen, Bierflaschen. Das beleuchtete Schild mit der Hexe, werde ich euch dann erzählen, wie das entstanden ist oder wo das dann auf dem Fahrzeug auftaucht und das Ganze, was halt so an Ersatz bei den ganzen Sachen mit dabei ist. Gibt also auch ein Tablet, das man wählen kann. Die Farbe vom Tablet kann man auswählen. Das ist wieder selbst erklärt. Farbe des Tablets beim Tablet, Farbe der Brille bei der Brille, Optikplane, Farbe natürlich. Man kann verschiedene Müllhaufen und Bodentexturen machen. Also ich kann jetzt hergehen, kann sagen, ich möchte einen Bodending haben mit etwas Kohle. Ich kann das Ganze mit Plastik machen und so weiter, mit Altpapier. Dann ändert sich das Ganze erst also beim Müllhaufen. Kann ich das Ganze dann ein bisschen verändern in der Strukturierung. Dann ändert sich der Müllhaufen praktisch, was alles da dann animiert wird. Art des Untergrundes kann ich dann natürlich auch noch wählen. Länge, Breite, Höhe noch verändern. Also
kann das Ding dann natürlich auch etwas größer machen, etwas breiter machen und etwas höher machen. Dann hast du einen richtig schönen Müllberg dort. Du lässt sie also für die ersetzt und richtig schön platzieren. Was jetzt in der Version auch noch dazu gekommen ist, ist, muss man auch gleich dazu zeigen, es gibt Personenarbeiter, also in der Kategorie 1, es gibt Personen Sonstige und es gibt einen Hund dazu. Ich hoffe, ich bringe das jetzt noch alles richtig zusammen. Es gibt zwei Versionen des Mods, einmal mit KI, also einmal mit KI und einmal ohne KI. Also wenn man beim Download ist, der natürlich selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt ist, gibt es einmal das Ganze, die Absetzmulde und dann die Absetzmulde ohne KI-Personen. Ohne KI-Personen heißt, man kann den Mod auch wieder entfernen, wenn man die ganzen Absetzmulden draußen hat. Wenn man den anderen Mod nimmt, werden auch diese Personen, die jetzt neu dabei sind, auch in die KI mit integriert und spawnen dann auch auf der Map. Das heißt, der Mod lässt sich dann natürlich nicht mehr entfernen, weil die Personen natürlich dann schon alle da sind oder nicht so einfach. Es kann sein, dass es da Schwierigkeiten gibt. Wer also sagt, er möchte es mal nur probieren und den Mod vielleicht später nochmal entfernen, der sollte unbedingt die Download-Version ohne KI-Personen nehmen. Wenn jemand schon die alte Version hat, also die 1.1 oder die Vorgängerversion, da haben die KI-Personen drinnen, du bringst die Dinge halt leider nicht mehr raus. In der Version wird es jetzt gehen, man kann also das Ganze wieder austauschen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Da haben wir also jetzt einmal, muss man wie gesagt also aufpassen, also wer sagt, ich möchte Personen als KI rundum laufen haben auf der Karte und ich lasse den Mod sowieso drinnen, darf es gerne hernehmen. Wer sagt, nein, das möchte ich erst einmal testen, ich möchte die Möglichkeit haben, das Ganze wieder rauszunehmen, unbedingt die ohne KI-Personen-Variante verwenden beim Download. So, gut, Arbeiter ist ganz klar, die ganzen Sachen, die wir jetzt haben, da gibt es jetzt noch dazu dann der alte Mann und die Hexe. Das geht sich dann, sage ich mal, im zweiten Teil dieses Videos, wo man das Ganze dann einmal fahrend mit der Beladungsanimation sehen. Da gibt es also dann eine einzelnen Fahrzeug oder eine einzelne Firma, eine Privatfirma, die das macht. Da fahren die beiden spazieren. Der alte Mann und die Hexe haben da im eigenen Unternehmen beschäftigt, die zwei. Und da gibt es eben auch nochmal als Arbeiter. Du kannst das Ganze stehend machen, man kann es sitzend machen oder sitzend mit Tablet machen. Das heißt, die kann man jetzt also hergehen und kann sagen, ich stelle mir jetzt einfach da einen. Stellen wir uns zwei Klappstühle auf, aber wenn jetzt die schon nicht ausgegraben haben, dann machen wir es mir. Ich kann jetzt sagen, die Hexe setzt sich jetzt dahin und der alte Mann kriegt ein Tablet mit dazu in Orange und sitzt dann auch mit einem Tablet dabei. Die sonstigen Personen haben nicht welche, die jetzt eben dann noch dazukommen und eben als KI fungieren. Also viermal die Mannequins, fünfmal die Mannequins, aber da haben wir schon wieder einen Überhang oder was, ist in der heutigen Zeit dürfen wir das überhaupt nicht machen. Und viermal das andere Geschlecht davor, so. Viermal die Mädels. Ja, also auch dafür, sieht man jetzt auch schön dann die Dame rechts zum Beispiel mit Handy bewaffnet, die Dame dann mit einem grünen Handy bewaffnet. Ich würde gerade sagen, die ganz außen sieht man, die haben jetzt also mit Handtasche, also richtig nur ein bisschen mehr Möglichkeiten und mehr Sachen. Ist richtig gut gemacht und bringt doch wesentlich mehr Abwechslung einer. Schön ist jetzt, wir haben Hunde dabei, also man kann jetzt auch zu einer Person einen Wauzi dazu machen. Man kann einen kleinen Wauzi hier machen. Vorsicht, wenn man den großen Hund nimmt, also groß ist wirklich groß. Also das macht dann schon wirklich einen großen Hund. Also, ist also wirklich groß. Was jetzt dann auch noch dazu kommt, man kann den Hund auch noch so in ist das Sitz oder Platz stellen, mal, ich weiß nicht. Ich hab noch Miezekätzchen oder so, ich kenne mich mit Wauzis nicht so aus, wo man jetzt da Sitz oder Platz machen muss. Oder hinlegen oder sowas, geht also auch, dann liegt das schön dort. Und ganz neu auch dazu, man hat ihn laufend, also wenn man den laufenden Hund nimmt, muss das Ganze also dann, man kann das Ganze natürlich auch wieder im Niveau anpassen, deswegen ist der Laufweg des Hundes einmal vorgezeichnet, damit man also sieht, wo der hinläuft oder nicht hinläuft, damit er also nicht durch irgendwelche Häuser durchläuft. Man sieht also jetzt halt den Laufweg des Hundes. Man kann ihn auch ausblenden, man weiß allerdings hinterher dann nicht mehr, wo der Weg des Hundes ist.
Es ist also jetzt mehr dazu, wenn ich sage, ich möchte das Ganze natürlich da mit den Tasten neigen, drehen, hoch machen, runter machen, damit ich auch weiß, bin ich beim fallenden Gelände oder sowas, auch dass der Hund wirklich auf dem immer eben läuft, weil er keine Anpassung hat, muss man das Ganze halt so machen. Ist aber auch kein Problem nicht, ich kann das Ganze nämlich hinbauen. So, und dann sollte er irgendwann mal loswatzeln, kriegst du das? Und der Hund läuft. Wenn jetzt den Laufweg wegkommen möchte, einfach den Bagger nehmen und einfach nur den Laufweg abreißen. Das geht. Der Hund bleibt da. Also man sieht also, der Laufweg des Hundes ist immer noch vorhanden, der Hund läuft. Und somit hat man das da auch ein bisschen einfacher. Also den Hund dann auch schön und Umlauf verlassen. Finde ich echt auch sehr gelungen. Müsste man dann noch ein Härchen dazu haben, dass es dann mit dem Wauzi Gassi geht. Liebe Grüße, ich weiß jetzt schon, an eins meiner Kanalmitglieder hier bei mir und aus dem Trendsimulator-Bereich. Der schaut einmal bei mir bei den Livestreams beim Trendsimulator zu. Liebe Grüße an eure Habenheit. Der geht immer noch entweder bei Beginn des Streams oder im Stream dann einmal ganz kurz verabschiedet sich, weil er mir den Wauzi auskippen muss. Der geht dann immer noch mit dem Wauzi auskippen. Brauchen wir dann noch ein Härchen oder Frauchen, das mit dem Wauzi noch spazieren geht. So, zu den ganzen Basismodellen gibt es eigentlich so dann auch nicht viel Neues zu sagen. Einzig dazu käme ist jetzt zu den vorhandenen Versionen, die habe ich glaube ich da vorne eh schon mal aufgestellt, also das sind die alten Standardversionen, die es eh schon gegeben hat, gibt es jetzt auch noch den SMRS, das ist also die eigene kleine fiktive Firma, die der SM1 und der Rico jetzt gegründet haben. Die kann man jetzt also dann anders herstellen. Dazu käme ist glaube ich auch, man kann jetzt auch bei bestimmten Animationen sagen, ich möchte zum Beispiel auch noch den Bauhof dann dabei haben, also grundsätzlich auch, oder den Standard, die Standardmulde haben, damit da keine anderen Logos drauf sind. Das geht also auch noch. Und wie gesagt, Lichter und so weiter, das ist alles in der alten Version noch beschrieben. Muss ich ja direkt mal sagen, weil sie wollten eigentlich die alte Mod-Verstellung rausnehmen, aus dem Download vielleicht mal drinnen lassen, dann kann man sich die Grundbasis gerne nochmal anschauen, wer mag, oder ich verlinke es gerne auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das ist ja die erste Version, die ich mal gemacht habe von der Mod-Verstellung und die halt dann auch noch mit dazu. So, ich hoffe, jetzt habe ich da mal nichts vergessen. Genau, da kann ich jetzt sagen, bei der statischen Absetzmulde, wenn jetzt also sage ich mir jetzt keine Firmen spezifische Absetzmulde hinten drauf haben, oder ich glaube beim Container selber ist es genauer so. Man kann ja sagen, Standard, dann ist es einfach nur dieses Recycling-Logo drauf und nicht eine von den anderen Firmen. Und dann halt mit Optikplane drauf, vielleicht mit passender Farbe ein wenig. Schaut das Ganze doch auch ganz schnucklig aus. Kann man also eine Lücke da in das Firmengebäude anstellen und fertig. Was sie noch dazu gemacht haben, auch eine sehr gute Funktion geworden. Unter den Industrien gibt es jetzt auch eine Absetzmulde, und zwar eine unsichtbare Custom-Industrie. Man kann bei der unsichtbaren Custom-Industrie festlegen, ob die Industrie nur einen Input hat, nur einen Output hat, also nur Waren annimmt, nur eine Ware ausgibt, oder einen Input und einen Output hat, das heißt eine Produktion macht. Ich kann ein unsichtbares LKW-Terminal hinzufügen, das heißt, ich habe dann eine kleine unsichtbare Straße mit dazu, die ich halt dann irgendwo anbauen kann, wie man da sieht. Dann da die halt auf dem Werksgelände, sage ich jetzt auch einmal, LKW-Verkehr lenken können. Es gibt auch im Straßenmenü eine SM1-Kategorie, wo die unsichtbare Straße dann einmal mit dabei ist. Unsichtbare Einbahnstraße mit maximal 50 km/h kann ich also dann auch noch dazu generieren, dass also da dann die LKWs etwas verdeckt fahren und somit da die LKWs dann halt über so selbstgebaute Industriebereiche dann auch noch drüber fahren.
schaut man es jetzt mal ganz kurz aus. Ansonsten muss ich jetzt schauen, wenn ich die, das ganze Modell nehme. Das muss halt, man sieht jetzt mit diesem blauen Fang, dass es halt an der Straße einsnappt. Das heißt, ich muss halt, ich darf halt das Ding nicht zu weit wegbauen. Es muss halt nur so im Bereich der Straße sein, damit ich halt dann irgendwo in dem Bereich auch eine Cargo-Ladestation anbauen kann und diese Industrie dann dementsprechend beentladen oder entladen wird, je nachdem, was ich eben anfüge. Ich kann die Anzahl der Mitarbeiter einstellen, die maximal jährliche Produktionsmenge kann ich festlegen. Dann kann ich festlegen, wähle bis zu 3 Cargos, die zur Industrie zugeführt werden sollen. Also ich kann eine Ware einfügen, 2 Waren einfügen, 3 Waren einfügen. Und ich kann es genauso beim Versand machen. Ich kann also 3 Sachen auch nur versenden zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich da Zufuhr Cargo 1 mit der Verbrauchsmenge, Zufuhr Cargo 2 mit der Verbrauchsmenge. Wenn man Produktion macht, kann man festlegen, ob man aus 2 Grundstoffen, also aus Grundstoff 1 und 2 ein Endprodukt macht, oder ich kann auch festlegen, ob aus Grundstoff 2 und 3 eine Produktion machen. Einfach mal ein bisschen probieren, das ist eigentlich selbsterklärend, wenn man weiß, dass man halt dann aus nur 1, 1 und 2 oder 2 und 3 eben Produktion machen kann. Hier sieht man dann den Versand. Also ich kann aus allen möglichen, ob es sinnig oder unsinnig ist, sei dahingestellt. Ich könnte also zum Beispiel dann auch aus Kohle Treibstoff machen. Oder zum Beispiel aus Holz Baumaterial. Oder aus Kunststoff Getreide. Ist egal. Also der Fantasie hat da keine Grenzen gesetzt. Wenn irgendwann einmal so braucht, dann möge er es einfach so Menge machen können. Die Ausgabenmengen haben dann auch einstellbar. Und somit habe ich da auch eine wunderbare Möglichkeit, vielleicht einmal irgendwelche Industrien zu platzieren, wo ich halt sage, ich möchte jetzt also irgendwas, oder weil es halt in der Nähe der Stadt so liegt, da mache ich halt einfach irgendwelchen unsinnigen Sachen einfach mal die Waren, die Stadt braucht, weil es halt gerade da liegt. Da mache ich halt wegen meiner aus Holz und Steinen Werkzeug. Oder ich brauche halt dann zum Beispiel Steine und Stahl, um Werkzeug zu machen. Wenn ich jetzt sage, wir haben die Grundfunktion ist mir nicht so richtig oder sowas. Oder ich brauche halt dann mindestens Holz und Stahl, damit ich daraus Werkzeug mache oder Maschinen mache oder sowas. Oder ich brauche halt dann mindestens Kunststoff, Stahl und Bretter, damit es halt dann Maschinen gibt. Kann man ja auch machen. Also wenn einer sagt, ich möchte das Ganze dann selbst kreieren, dann habe ich da natürlich jetzt alle Möglichkeiten in dieser unsichtbaren Custom-Industrie mir da alles Mögliche zu verbauen. Sonst glaube ich, haben wir jetzt bei den Assets nichts mehr drin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und dann da ich sagen, schauen wir uns jetzt dann nochmal im zweiten Teil des Videos auf einer anderen Strecke. Ich habe das jetzt ganz schlicht gehalten nochmal an. Wenn sich die Fahrzeuge ändern mit den verschiedenen Variationen an Beladungen, wie das Ganze ausschaut, da haben sie wirklich witzige Sachen dabei. Und da würde ich sagen, wir sehen uns jetzt ganz gleich sofort wieder im zweiten Teil. Also, nicht abschalten, dranbleiben. So, willkommen im zweiten Teil dieser kleinen neuen Mod-Vorstellung oder dem Update. Was ich noch vergessen habe, vielleicht im ersten Teil zu sagen, ist, dass die Mod auch an die Rail- und Track-Industrie angepasst worden ist. Also ich kann sie dafür auch verwenden. Habe ich auch eine Mod-Vorstellung gemacht. Gerne auch mal bei mir im Kanal da noch vorbeischauen zu diesem tollen Gameplay-Mod. Und die Absetzmulden haben also dafür auch kompatibel, können dafür also auch genutzt werden. Ich habe jetzt mit dieser eigenen Mod, dieser Industrie-Mod, einfach mal ein paar Sachen kreiert. Es werden also aus Steinen Baumaterial gemacht, aus Baumaterial wird dann Treibstoff gemacht und aus Treibstoff wird wieder Steinen gemacht. Es dient einfach nur mal dazu, dass man die Ladungsanimationen jetzt mal ein bisschen besser sehen kann. Und ich habe vorhin ja gesagt, es gibt eine kleine Neuerung. Wir haben vorhin gesehen, es sind immer nur 9 feste Mods da und in dem Ganzen gibt es auch die 10. Mod drinnen, und zwar wenn man ein bisschen weiter oben geht, dann gibt es die Farbwahl. Die kann man sich selber dann anpassen, und jetzt nehmen wir mal die Animiert Typ 2, weil das ist nämlich die mit diesem eigenen kleinen Fuhrunternehmen, wo der alte Mann und die Hexe unterwegs sind. Und die nehmen wir uns jetzt einfach mal und schicken wir die einmal auf die Linie 1.
den schnappen wir uns dann nochmal halt. Jetzt haben wir uns das ganze Fahrzeug dann nochmal ein bisschen aus der Nähe an. Man sieht also jetzt vorne, man kann es hoffentlich schön erkennen oder lesen. Ich möchte das nicht weiter noch weiter zu zoomen, sonst brauchen wir einen Kameramod. Also man sieht also auf der Beifahrerseite vorne schön in Leuchtschrift haben wir die Hexe. Also die Dame hat eine eigene Reklame gekriegt oder eine eigene kleine Kennzeichen. Da ist die Hexe mit unterwegs. Also in der Farbwahl-Mod haben immer die Hexe und der alte Mann unterwegs. Ein kleines Zwei-Personen-Unternehmen, die selber ein bisschen da einfach rundherum fahren. Jetzt können wir uns das vielleicht gleich mal bei der ersten Sache mal anschauen. Wie die Animation ausschaut. Die Hexe sitzt dann heraus und macht sich die Kühlbox auf. Der Mann darf die Absetzmulde abkippen, darf sich dann auch ein Dosal Paulaner Spezi genehmigen. Naja, vor dir, also Bier auf keinen Fall oder sowas. Also, schaut aber auch cool aus, die Hexe gerne mit den Hütchen oder sowas. Man braucht für ein Set vielleicht noch so einen kleinen Besen mit dazu oder sowas. Muss einem direkt noch sagen, da muss dann am LKW noch so ein kleiner Besen dran nehmen, so ein Reisigbesen. So, die Mulde wird, wenn man sagt, hinten beladen. Zuerst wird dann der Mann wieder einsteigen und darf dann natürlich die Absetzmulde wieder aufladen. Man sieht also jetzt auch, das A-Schild wird aufgeklappt. Also der Mülltransporteur wird geklappt, also automatisch das A-Schild auf. Je nach Beladung und so weiter ändern sich dann auch die Lichter, also ob er nur die Ablennlichter unten ein hat, auch die Zusatzscheinwerfer oben eingeschaltet werden, ob die Rundumkennleuchten eingeschaltet werden. Das ist also auch ein bisschen von der Ladung abhängig, die gefahren werden. Jetzt haben wir da auf dem LKW eben Baumaterial drauf. Wenn man das Ganze dann mal an, wenn das dann abgeladen wird. Oh, cooler Golf 1 im Hintergrund. Oh, und ein guter alter Käfer. Meine Schei. Ja, 1985. Haben die Sachen nebeneinander gefunden. Ja, leider nicht der Dudu da hinten. Kennt noch wer einen Dudu? Alle kennen immer einen Hörbe, aber der Hörbe ist ja langweilig. Der richtig coole Käfer, einzig war der richtig coole Käfer, ist doch der Dudo und nicht der Herbie. So, das ist noch einer. Jetzt haben wir was zum Aufwärmen. Der Hexe ist wieder da. Treibstoff drin, ich hoffe, dass genügend produziert wird. Es ist also immer so, dass die Fahrzeuge dann immer mit ein oder zwei Personen besetzt sind: einmal Männlein, einmal Weiblein. Sogar zweimal Weiblein, glaube ich, irgendwo drin ist. Schaut dann unterschiedlich aus. Also lehnen sie dann irgendwo dran und ich glaube, irgendwann stärkt dann ein Tablet aus und so. Also, da gibt es alle Möglichkeiten. Wenn jetzt zum Beispiel das Ding bei der zweiten Animation, wenn Treibstoff geladen wird, verschwindet die Mulde hinten. Mal schauen, was sie voll ist. Und da gibt es dann auch ein paar so richtig coole Animationen, wenn also Treibstoff gefahren wird. Jetzt muss ich wirklich mal anhalten, das Ganze nur ein bisschen einzoomen. Dann ist also so, dass die Hexe jetzt dann mit hinten drin fährt und als die Beladung, die jetzt hinten eben in der Mulde drinnen ist, ist in der Fahrerkabine drinnen und zwar in Form, ich habe es jetzt vorhin gesagt, man darf sie eigentlich nicht machen, das ist, weil es ist ja Alkohol am Steuer, aber es wird in Form von, naja, schauen wir mal, das ist jetzt Spezi oder sowas, das ist kein Bier. Also es wird, die Ladung ist ja halt da jetzt in Form von Getränken in der Fahrerkabine materialisiert, wie es so schön heißt. Eine sehr lustige Idee, muss ich sagen. Ist also bei dieser animierten Typ 2 Variante so, bei bestimmten Ladungen wird halt dann, könnt ihr euch selber ausschauen, jetzt muss ich selber mal überlegen, was das war.
steht aber, glaube ich, in der Beschreibung auch mit dabei. Ich glaube, es ist Benzin, Kohle, Öl, irgendwie sowas in der Richtung, also Treibstoff, wo halt dann das Ganze eben da verschwindet und eben eine Leerfahrt simuliert wird damit. Normalerweise, wenn also es nicht Typ 2 ist, sondern zum Beispiel der Typ 1 vom der Absetzmulle vom LKW ist und die Mulle hinten drauf ist, hätten wir jetzt ein ausgeklapptes Warnschild, also das orange Schild wäre jetzt runtergeklappt. Schauen wir uns dann gerne mal beim anderen LKW mal an. Aber da ist jetzt einmal die Hexe dann unterwegs. Und wie gesagt, da wieder die Ladung in Form von ein paar Fläschchen Getränken in der Kabine dann eben animiert oder dargestellt. Schnappen uns mal von den anderen LKWs und schauen wir uns das dann da auch mal an. Von den Absatzmulden so. Die Hexe sitzt jetzt wieder hinten drauf. Wie gesagt, das variiert halt dann je nachdem auch mit Ladung, was stehen uns alle zwei hinten drauf. So, da haben wir jetzt Steine, die da produziert werden. Wie gesagt, da geht es jetzt mehr um die Animationen der einzelnen Fahrzeuge. Man sieht also beim Abladen jetzt, dass die Fläschchen innen weniger werden. Und weg ist das Zeug. So, bei Stein haben wir jetzt wieder die ganze meine Mulle hinten drauf und die machen jetzt verdienterweise Pause dazu. So, schauen wir mal. Was wir da noch haben, vielleicht haben wir jetzt irgendwann die Adern. Müssen wir auf den Typ 1 warten, das müsste der Orange sein, oder? Der Rot ist jetzt eine Leerfahrt, da sehen wir also auch nichts. Der Orange, glaube ich, ist da hinten gerade unterwegs. Das müsste die Typ 1 Ladung sein, oder die Typ 1 Animation sein. Hier fährt also jetzt Steine. Jetzt sagt man also zum Bauhof, haben die zwei Arbeiter, da fährt die Dame. Haben wir keine Rundumkennleuchten eingeschaltet und beide Lichter vorne an. Da, die steigt jetzt eher aus. Sitzt sie auf dem Klappstuhl. Genau. Sie steht jetzt zum Beispiel daneben mit dem zusammengeklappten Klappstuhl. Müssen wir jetzt aus den Steinen dann eben mit der Baumaterial kriegen, ändert sich dann natürlich auch wieder die Beleuchtung am Fahrzeug. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, wenn daraus dann oder damit dann der Treibstoff gefahren wird, wie das Ganze dann ausschaut. Witzige Animationen. Wer das Update oder die 1.4er Version schon gehabt hat und update das Ganze, der kriegt dann auch auf der Map zum Beispiel in der alten Version viele KI-Personen als Bauarbeiter gespawnt. Das ist also wirklich ein Übermaß an Bauarbeitern gewesen. Das wird dann durch das Glück getauscht. Es gibt also jetzt dann Personen, die nur als Hunde erscheinen, also nicht wundern. Kann also sein, dass dann durchaus immer Hunde einzeln rundum laufen und dass es eben auch Zivilpersonen dann eben gibt, die eben damit Accessoires rundum laufen, wieder mit Taschen und so, wie man es vorhin gesehen haben, oder mit Handys. Sagt man, es wird jetzt also bei der Beladung mit Baumaterial, und jetzt fahren wir wieder mit voller Beleuchtung. Das Abfalltäfelchen ist aufgeklappt und die Rundumkennleuchten oben sind angeschaltet. Ja, aber richtig kultige Fahrzeuge, oder? Richtig schön, alte, zwei alte VW-Bus.
So waren wir jetzt in der heiligen Zeit noch gut erhalten, irgendwo in der Garage stehst, glaube ich, da hast du auch ein Schmuckstück. Da hast du auch eine schöne Wertanlage. Einfach nur 40, die guten alten Kultbusse, ne? So, jetzt machen wir dann wieder aus Baumaterial und Treibstoff. Klingt komisch, ist aber so. So, aber Treibstoff, glaube ich, haben wir jetzt auch noch Dunkelleuchten an, und auf alle Fälle müsste dort jetzt auch das Gefahrenschild dann ausgeklappt werden, also auf der rechten Seite unter dem XF-Schriftzug müsste sich dann auch das Ganze abklappen. Man sagt also, ich glaube, bei Gefahrgut ist dann eben auch die rote Plane hinten drauf auf der Mulde. Man sagt also jetzt auch, das Schild ist ausgeklappt. Bleiben wir gleich mal da stehen und schauen wir mal. Ah, da kommt wieder unser Hexenteam, oder? Wurde gesagt, das ist die Leerfahrt. Das ist also wirklich cool gemacht. Ja, das soll es eigentlich, glaube ich, gewesen sein. Fällt mir jetzt noch irgendwas ein. Ich hoffe, dass ich wirklich nichts vergessen habe. Also, er ist kompatibel zur Rail- und Track-Industrie. Es gibt natürlich wieder Fehler- und Textkorrekturen, Texturkorrekturen eingeführt worden. In der 1.5er Version jetzt hat die unsichtbaren Industrie- und Straßenhandel zugefügt worden. Geht allerdings nur, muss ich dazu sagen, wenn der Sandkastenmodus aktiviert ist. Also man muss den Sandbox-Mod aktivieren, sonst funktioniert das nicht oder man sieht das Ganze nicht. Es sind eben diese Asset-Kategorien mit neuen Inhalten hinzugefügt worden, alles überarbeitet mit diesem Gena Sound. Die neuen Personen im neuen Design haben hinzugefügt worden. Lokstufen und so weiter, alles überarbeitet worden, dass die Performance dann auch besser wird natürlich auf der Map. Wir haben eben drei neue Ladungen, Altpapier, Altglas und medizinische Implantate. Ist immer als Vorbereitung, kann ich so schon sagen, werden wir vielleicht ein weiterer Mod kommen, wo das benötigt wird. Mehr mag ich jetzt allerdings dazu nicht spoilern. Schaut gerne dann nochmal am Kanal vorbei, lasst ein Däumchen und ein Abo da und die Klingel dann. Seht es natürlich nicht nur in anderen Videos, sondern wenn da auch was Neues kommt, dann werde ich euch das gerne wieder zeigen. Und den SMRS-Bau ist immer jetzt wieder zurückgekommen als 9. Fahrzeug und als 10. Fahrzeug eben dieses kleine Farbwahlunternehmen mit der Hexe und dem alten Mann. Die bleiben wir zum Beispiel sitzen, die von City Clean, wenn man sagt, die tun gar nichts. Ja, und das mit den Personen, wie gesagt, nochmal beachten, wer es also ASKI haben möchte, die Vollversion oder die E-Version runterladen, wer sagt, nein, ich möchte die neuen Personen nicht drinnen haben, dann einfach diese ohne KI-Version laden. Ich verlinke ja natürlich den Mod, Grundmod drunter und alles, was ich so finde, die alte Mod-Verstellung auch noch mit dazu. Da könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe angucken. Das hätte man dann wirklich die ganzen Animationen nochmal sauber, nochmal alles schön gezeigt. Und da kommt jetzt diese SMRS-Version, also die eigene Firma, die der SM1 und der Nico gegründet haben, als virtuelles, fiktives Unternehmen hier in Transportfirma 2. Ja, ich sage auf alle Fälle, ASX, dass der steigt zum Beispiel aus und nimmt Tablets zur Hand. Ist die Dame heraus, dann schaut das Ganze dann aus. Sitzt am Boden, also kein Klappstuhl dafür, dass er jetzt Tablet mitnehmen. Ja, ich sage danke fürs Zugucken. Würde mich natürlich über einen netten Kommentar unter dem Video und ein Däumchen nach oben freuen.
Genauso natürlich die beiden Modder auf der Webseite in Transportfieber im Forum. Natürlich gerne ein Däumchen da lassen, gerne einen netten Kommentar da lassen. Man muss immer wieder dazu sagen, nur durch solche Modder wird Transportfieber zwar zu dem, was wir eigentlich haben, weil das Vanilla Game dann wahrscheinlich irgendwann einmal ziemlich langweilig werden. Ich weiß nicht, wie viele Leute das überhaupt nur den Wirtschaftsmodus spielen. Die meisten werden das auch wirklich gesagt, immer schon so zum Modellbauen hernehmen, aber so wie man es die meisten machen und da wunderschöne Landschaften generieren. Also, ich sage danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Alles Liebe und Gute. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Pfiat euch vom Maverick.